So, Leute, ich habe mir gestern Abend Diablo 3 gekauft. Und wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen gezockt. Ich habe, hier steht, 4 Stunden mit dem Wizard gezockt. Und nochmal 35 Minuten mit meinem Hexendoktor, Witchdoktor. Ich spiele das alles auf Englisch. Ich habe gestern schon ein bisschen Koop gezockt. Das Komische an dem Zauberer ist, wir haben zu dritt gezockt mit noch einem Mönch und einem Barbaren. Und ich habe das Gefühl, als Zauberer, du rennst nur hinterher. Die machen das alle vorne, die rennen nur hinterher und keine Ahnung, bist überhaupt nicht dabei, irgendwie was zu töten. Dann habe ich den noch alleine ein bisschen gespielt, abends dann. Da macht es deutlich mehr Spaß, weil ich einfach ein bisschen was kaputt machen kann. Weil ich ein bisschen was zerbrösele und so. Also da merke ich halt, ich muss ein bisschen taktisch vorgehen, das ist schon ganz schön fordernd, nämlich auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ist schon ganz schön fordernd, weil die Gegner doch relativ viel Leben haben und wenn du halt als Zauberer die Gegner rankommen lässt, bist du tot. Naja, habe jetzt gerade mit dem Hexendoktor angefangen, weil ich mal schauen wollte, ob der sich vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, ein bisschen lustiger zu spielen ist. Und deswegen werde ich dem auch erstmal weiterspielen. Resume Game. Ja, es ist nicht möglich, ein Spiel nicht öffentlich, nicht zumindest für Freunde öffentlich zu machen. Also Freunde, die du in Diablo 3 addest, die können immer dein Spiel joinen, wenn sie wollen. Das kriegst du halt nicht raus. Also, das kannst du nicht verhindern. Die können deinem Spiel immer joinen. So, hier. Aber irgendwie ruckelt's gerade extrem. Das war doch in der Beta nicht so schlimm. Meine Fresse. So, ich soll dahin. Also ihr seht, ich fange ungefähr da an, wo ich bei der Beta aufgehört habe zu spielen. Deswegen hoffe ich, ist das nicht ganz so redundant auf meinem Kanal. Ich spiele, wie gesagt, alles auf Englisch, weil ich einfach die Sprachausgabe und so ein bisschen cooler finde. Hat hier zwar nichts zu tun mit Synchronität, also Synchronität bei der Sprachausgabe. Da war ich doch schon drin. Ja, okay, ist mir auch egal. Brutzel. Wow. Au. Die kommen ja immer noch. Selbst wenn der tot ist. Okay. Aufnehmen, aufnehmen. So, ja, wie gesagt, hier war ich eigentlich schon. Deswegen wundere ich mich gerade, dass ich das nochmal spielen muss. Ich habe den Checkpoint eigentlich schon abgeschlossen. Aber ich glaube, der gefällt mir besser mit diesen Brutzelviecher hier. Mit diesen flammenden Fledermäusen. Macht irgendwie mehr Spaß. Weil das irgendwie. Der Zauberer, der macht so wenig Schaden irgendwie. Du hast das Gefühl, ey, ich muss 20 Millionen Mal auf so einen Typen einzaubern, damit er mal stirbt. Das ist ein bisschen schwierig. Da macht's nicht so extrem viel Spaß, wenn man da so zäh immer weglaufen muss, vor allem, weil man halt selber nichts aushält. Hui. Komisch, letztes Mal ging es hier runter. Da konnte ich hier in diese Höhle rein. Habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, aber letztes Mal hat es geklappt, da konnte ich hier rein. Komisch. Irritiert mich ein wenig. Ja, ich werfe euch zu Tode mit meinen Spinnen. Also darauf läuft es halt beim Hexdoktor hinaus. Man hat hier halt Spinnen und so ein Scheiß und das kann man hier hinwerfen und dann machen die Gegner kaputt. Ja, ich dachte, ach stimmt, ich war eigentlich schon irgendwie auf dem ersten oder zweiten Level des Fallen Star, also der Kathedrale. Ja, dann halt alles nochmal. Dann level ich ein bisschen. Bam, bam, bam. So, Cathedral Level 1, ja, bricht zusammen, schön. So, ich würde übrigens gerne mal wissen, was ihr so von meinem neuen Intro haltet. Also, bis jetzt hat sich auch Leck. Bis jetzt hat sich noch keiner da zurückgemeldet. Und mich würde es halt schon mal interessieren, was die Leute so denken, wie mir das gelungen ist.
Ihr seht schon, unten gibt es so Herausforderungen sozusagen. Sogar hier für in bestimmte Zeit zerstörte Objekte und sowas. Ja, fress. Das erinnert mich ein bisschen an den Druiden. Wow. Nur, dass ich hier halt auch den Teil mit dem Beschwören benutzen kann. Ohne da gleich Probleme zu kriegen. Lol. Ja, Rest. Ja, ich kriege XP-Bonus dafür, das finde ich ein bisschen komisch, aber ich mache das einfach mal, damit ich möglichst schnell level. Lasse ich es einfach mal und versuche das bisschen die XP hoch zu boosten sozusagen. Deswegen kann ich übrigens auch kaputt machen. Dead Villager. Hier, fresst. Tututu. Ich weiß gar nicht, ob ich auf 6 Objekte schon oder schon eher so einen Bonus kriege. Ich glaube aber erst auf 6 Objekte und das steigt dann sozusagen exponentiell, wie viele Objekte ich kaputt mache. Was die ganzen Dorfbewohner hier unten wollten, ist mir aber ein bisschen unklar. 8 Objekte, 9 XP Bonus. Ja, von 9000. Yay. Lohnt sich das ja wirklich. Komisch, warum sind die hier ausgegangen und die hier nicht? Komisch. Okay, die kann ich wieder wegmachen. Die auch. Die auch. Komrios. Fress Spinnen. Ja, ich kann ein paar Leichenspinnen beschwören. Das sind schon ein paar viele. Ich brauche das Vieh. Es bleibt stehen. Geht doch. Ich muss mal kurz Leben holen. Und Gold einsammeln. Oh Mann, ey, wirklich, das Vieh natürlich auch genau in die falsche Richtung rennt. Kann ja auch mal einen Raum ganz lassen. Nein, kann ich nicht. Warum sollte ich? Alles kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Danke. Wow. Meine Fresse. Da sind so ein Haufen Gegner in dem einen Raum. Meine Fresse, nur weil hier eine kleine Kiste steht. Meine Fresse, ey. Die hat es durch die Luft geschleudert. Geläudert. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gibt's hier unten überhaupt noch was? Dead Villager. Bin ich wirklich wegen dem scheiß Dead Villager zurückgelaufen? Oder ein paar mehr? Wegen zweien. Ach! Fick dich, Blizzard, ehrlich.